Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trucker-Freunde. Oder wie es sonst immer heißt, moin moin. Ja, wie ihr seht, die Sonne geht auf. Wir sind in Kalifornien, in Redding und sind mit einem Forsthäcksler unterwegs nach Oregon, genauer gesagt nach Newport. Und wir wollten, beziehungsweise ich wollte gestern eigentlich bis zur Staatengrenze fahren. Aber dann, ja, rannte die Zeit dann doch schneller, als es eigentlich ich es mir ausgerechnet hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier, ich zeig's nochmal, wir sind hier in Redding und haben hier da in Hornbrook die Bundesstaatengrenze. Dann geht's dann durch Eugene, Newport und dann sind wir heute dann auch da, so kein außergewöhnliches Ereignis dazwischen kommt. Ich habe hier gefrühstückt, ganz lecker, war ganz cool, hat gut geschmeckt. Typisch amerikanisches Frühstück, das ist hier, ihr seht es, ein Motel. Gut, nichtsdestotrotz machen wir uns mit unserem Häcksler gleich mal auf den Weg. Vorher machen wir aber noch Runde. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht heute Morgen. Ja, und dann sehen wir mal gleich, was los ist. Dann starten wir mal den Burschen. Nehmen wir das Hämmerchen mit. Gut. Kabelchen sind dran, das sieht hier alles soweit gut aus. Blinkt ein bisschen schwach, aber ist okay. Hier blinkt. Ah, auch alles gut. Auch hier auch. Ja, dann würde ich sagen, warten wir gar nicht lange, genießen die Möglichkeit, dass wir hier bei dem Sonnenaufgang uns auf den Weg machen dürfen. Warnblinker können wir ausmachen. Naja, wie schaut's? Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Also morgens den Motor zu hören, ist einfach ein Genuss. Das. Also das ist es sonst auch, ganz klar, aber wenn man ihn dann so den Tag gehört hat, dann ist dieses Aha, dieser Aha-Moment nicht unbedingt so, wie man ihn morgens hat. So, und wenn ich das hier schon wieder sehe, dann ist auch mein Aha-Moment für den Morgen da. Allerdings anders, als es beim Motorgeräusch ist. Ach, das glaube ich davon nicht. Also wenn der Tag so schon wieder anfängt, da. Machen wir den Tom Diesel und ziehen vorbei. Ey, das ist doch nicht normal. Oh, ich habe gar keine Hupe belegt. Okay. So, nachdem Kenny wäre. Oh, ich sag noch. Okay. Ja, da sage ich jetzt nichts zu.
So, hau rein hier. Mann. Nee. Ah, ich bin ja eigentlich. Ja, ist klar. Komm, bleib stehen. Nee, also das war mir jetzt, da hätten wir noch wieder 5 Minuten gestanden. Machen wir nochmal noch, können wir noch Licht anmachen? Ja, können wir noch machen. Das ist gut, Licht ist immer gut. Reading City Limits, okay. Bisschen morgenmuffelig hier. Ich kann noch gar nicht so viel erzählen. Aber manchmal ist ja zugucken vielleicht auch gerade am Morgen die einfachere Variante. Portland war da schon ausgeschildert. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Das ist ja unsere Richtung, wo wir hinwollen. Ja, gestern Abend, da habe ich nichts weiter gemacht. Ich bin dann noch mal kurz in die Tankstelle rein und dann war es das auch. Und dann habe ich auch Bubu gemacht. Jetzt haben wir unsere kalifornischen Gesetzmäßigkeiten hergestellt. Denke ich, da ist er noch, ne? 55, genau. Oh, auf dem Strich. Auf den Strich 55 ist es. Ich freue mich dann endlich wieder back at home zu sein. Was ist denn heute eigentlich für ein Tag? Dienstag? Ja, Dienstag. Wir machen ja dann verlängertes Wochenende. Das heißt, wir werden irgendwo um und bei, naja, wahrscheinlich zum nächsten Wochenende hin, machen wir uns auf den Weg. Wir werden irgendwas späten Nachmittag, frühen Abend wahrscheinlich dann zurück in Eugene sein. Entweder Bob Thiel, wie es so schön heißt hier, oder mal wieder Nahverkehr. Mal gucken, was uns in Newport dort erwartet. Ah, schön hier. Oregon, die Wälder. Oder fast Oregon. Das sind ja schon die ersten Ausläufer hier, beziehungsweise das Ende von Kalifornien. Och, Leutchen. Ja, mittlerweile habe ich die erste Folge vom Kollegen Frontech gesehen. Hat auch gut vorgelegt in den Staaten. Oh, schön Peterbilt. Lack ist nicht ganz so, aber brachiale Maschine.
Tom Diesel, ja, der Tom, auch der den letzten Morgen, ich glaube, der hat bald jeden Tag eine Folge rausgebracht, da kommt man gar nicht hinterher. Ich habe zwischendurch mal in, ich glaube, zwei habe ich gesehen. Wie gesagt, sein Kenny ist schön geworden. Ja, ihr müsst nicht warten, das wird überbewertet. Oh. Also irgendwie. Mit der Feststellbremse haut hier irgendwas nicht hin. Den Schalter muss ich mir nochmal angucken. Wieso komme ich denn nicht weg? Ich verstehe das nicht. So, ich habe nichts anderes gemacht als eben auch. So, Kollege. Ja, natürlich. Halt, lass mich nicht rein. So kann mich wenigstens keiner überholen. Echt, da muss ich hier im kleinen Gang anfahren. Also, ich weiß nicht, wir hatten das ja schon mal bei irgendeinem LKW. Ich glaube beim Volvo damals. Aber ich mag jetzt auch ungern an der Kupplung was umstellen, weil die eigentlich für meinen richtigen LKW ist die eigentlich recht gut eingestellt. Ach so, der erwartet uns ja auch noch. Da wollen wir mal gucken, wie die Überraschung da ausgeht bei dem Peterbilt 377. Ich hoffe, das ist mir jetzt mal so in den letzten Tagen aufgefallen. Ich habe die seit der Pause, ist das jetzt glaube ich die 5. Folge. Oh. Innerhalb von einer Woche. Und ich hoffe, ihr kommt auch mit, was mit 377, 379. Nicht, dass ich euch da zu sehr verwirre. Also der 377 ist ja mein Daily Driver, so will ich es mal nennen. Den ich mir ein bisschen schick gemacht habe. Da ist jetzt auch noch was gemacht worden dran. Und dann habe ich ja als Customizing-Projekt einen Peterbilt 379, das habe ich damals günstig geschossen, das Paket, zusammen mit dem mit einem Trailer, nicht mit dem Trailer, mit einem Trailer, 53 Fuß. Ja, da habe ich mein Geld seinerzeit investiert gehabt, für die Leute, die das vielleicht nicht von Anfang an hier verfolgt haben. Und deswegen wechsle ich da primär für mich so zwischen 377 und 379 hin und her, zwischen den beiden Peterbilt-Typen. Ja, es ist ein Peterbilt. Und wir sind mal kurz zu schnell. Na, die Waage kommt. So, Trax 60. Ja, na klar. Natürlich, aber das machen wir doch gerne. So. Immer noch das gleiche Gewicht. Blinker kann man auch ausmachen. South Medford. Medford waren wir auch schon eine Zeit etwas öfter gewesen. Aber ich denke, da ist euer Bedarf und mein Bedarf erstmal gedeckt an Medford. Gerade da irgendwo im Wald rumzukurven. So, komm hier, Keule. Einfädeln.
meinst. Oha, jetzt mal ordentlich einen auf die Seite gelegt. So, was sagt denn unsere Zeit? Wie sind wir? 5 Stunden noch? Ja, in Oregon, das fällt mir gerade so auf, haben wir eigentlich auch bisher. Naja, nee, anders muss man das sagen. So viel haben wir von Oregon auch noch nicht gesehen, außer die Standardstrecken. Sorry. Ich hätte links fahren können, ja. Eugene, da sind wir. Aber es ist noch nicht unser Endziel. Jetzt. Ja, also in Oregon haben wir auch noch die ein oder andere Ecke zu befahren. Aber ich habe es ja, glaube ich, nein, nicht glaube ich, ich habe es in der letzten Folge gesagt. Ich freue mich jetzt erstmal wie Hulle auf Washington, was uns da so erwartet. Es ist nach wie vor noch so, dass mich momentan der ATS immer noch ein bisschen mehr suchtet als der ETS. Ich muss sagen, nach meiner Pause habe ich den ETS zwar vorbereitet, aber noch nicht wirklich was gemacht daran. Ich muss auch gestehen, ich habe gerade eher so den Fahrriemen als storymäßig was Großartiges voranzutreiben. Da bin ich echt lieber zurzeit am Fahren und am Aufnehmen. Zum einen natürlich, weil das Cockpit jetzt fast fertig ist, genau, fast. Im Großen und Ganzen ist es so, wie ich es wünschen kann man nicht sagen, so dass es mal so enden oder dahin kommen wird. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. In der Diesel Passion Gruppe hatte ich ja das ein oder andere Bild hochgestellt und jetzt mit diesem LKW-Sitz, das freut mich dann ungemein. Deswegen bin ich dann eher zur Zeit auf Fahren aus und eher weniger am, keine Ahnung, Skin oder 3D-Modden oder Z-Modden, 3D-Modden, Z-Modler unterwegs. Das ist jetzt nachrangig. Ich habe auch meine Skins, die unter DirectX 9 laufen, für DirectX 11 noch nicht auf Stand gebracht. Das ist dann jetzt so. Ist, finde ich persönlich, für mich jetzt nicht schlimm. Sind wir eigentlich noch auf Kurs, aber so viele Möglichkeiten haben wir ja hier nicht. Und schaut mal, wir sind gerade mal ein bisschen unter halb. Wahnsinn. Also erstmal ja, wir haben die großen Tanks dran, aber ich finde auch für die große Maschine hier mit 500 PS, für diese Cat-Maschine, ist das gar nicht so eine große Saufziege hier. Ja, dann bin ich auf
Bin ich gespannt, wenn ich nachher in Eugene bin und den LKW abgegeben habe. Wenn wir nicht vorher noch irgendwo raufrauchen. Ich denke mal, Sigi wird sich freuen wie ein Schnitzel. Und ich habe ja schon gesagt, auf mein Auto. Und dann bin ich auf den Kassensturz auch gespannt, was uns jetzt diese ganze Rutsche hier eingebracht hat. Stand doch vorhin schon Eugene dran. Okay. Das zieht sich ja dann doch ganz schön. Hätte ich jetzt gar nicht so... Oh, wir dürfen mal weiterfahren. Drei Stunden Fahrzeit. Es ist knapp 1 Uhr mittags. Oh, Viere in Newport. Dadurch, dass es ja dann doch noch ein ganz schönes Stück ist. Gucken. Wir sind um 7 wieder los. Das heißt, bis 20 Uhr. Pause haben wir jetzt noch nicht gemacht. Möchte ich auch eigentlich jetzt ungern machen. Ich freue mich auch, wenn dann jetzt ein paar Tage ausspannen. Und dann haben wir auch hier mit dem Fahrzeug, ich rechne mal kurz so, 4100, ich bekomme es leider nur als Kilometer angezeigt, also 4100 Kilometer sind wir dann auch schon hiermit gefahren. Wahnsinn. Ganz kurz im Dingens hier, sag schnell im Menü, und da habe ich euch jetzt mal rausgenommen, ein kleines bisschen mal an den
Ja, was heißt kleines bisschen? Ich habe die Helligkeit ein bisschen höher gedreht und die anisotropische Filterung mal runtergenommen. Ansonsten ist hier eigentlich nichts mehr einzustellen. Das ist alles auf High, Ultra. Hast du nicht gesehen? So, ach so, ich muss ja hier mal auch gucken. Ach nee, alles gut. Ah, wir sind auf Kurs. Bisher war es ja so, dass wir hier in Oregon durchaus die eine oder andere Vollsperrung, Umleitung, Routenumfahrung hatten. Brauche ich heute nicht, muss ich sagen. Ja, braucht man eigentlich niemals, ne? Das ist. Etwas schnell, aber ich habe gar nicht gesehen, dass da irgendwo ein Schild war. 55 für LKW. Da steht ein Schild. Jetzt kommt, oh, jetzt kommt 60, also. Aber da sieht man sich, ach, da sieht man sich, genau. Da sieht man mal, ich habe gerade überlegt, fünfte Folge mit dem Mac hier. Ich glaube, in der Diesel Passion habe ich das gepostet zu diesem Zeitpunkt schon, den ganz coolen Spruch von meinem lieben Kollegen Christopher, also realer Kollege, mit dem Mac fand ich ganz witzig. Ja, fand ich einen ganz lustigen Spruch. Könnt ihr den ja unten nochmal reinschreiben. In die Videobeschreibung. Genau, das werde ich mal machen. So, Salem. Wir haben noch 82 Meilen. Echt wie Kaugummi. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich eigentlich meinen ersten Gedanken zu Ende gebracht? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt die fünfte Folge mit dem Mac. Hätte ich ja gerade gesagt, um und bei 4000 Kilometer, wie dann doch so die Zeit und die Folgen so ins Land gehen, ne? Bis man eine Runde so abgeschlossen hat. Und wenn dann die Bundesstaaten so dazukommen, irgendwann mal, wenn wir dann doch wirklich uns Richtung Osten bewegen, bis du da mal wieder dann bei deiner Homebase bist, wenn du vom West nach Ost kutschierst, da wird es dann doch wohl so sein, dass man das ein oder andere Mal noch wesentlich öfter seinen Reset irgendwo draußen verbringt. Das seht ihr auch an den Folgen bei unseren
Live-Truckern aus Amerika, Mirko auf Achse und den Mike Höcke und so weiter. So, warum ist hier schon wieder Geschwindigkeit runter? So, kleiner Episodensprung, ne, Episodensprung nicht. Zeitsprung auch nicht. Ne, ich habe einmal kurz pausiert. So, jetzt sitze ich hier aber auf meinem Stuhl ein bisschen hoch. So, jetzt sind wir wieder. Jetzt müssen wir mal gucken. So, läuft hier irgendwas verkehrt? Portland. Oh. Ihr seht, was los ist, ne? Hi. Naja. Oh, das wollte ich nicht. So, also Abfahrt verpasst. Das ist eigentlich das erste Mal. Aber das. Schaut euch mal die Brückenkonstruktion hier an. Wahnsinn. Muss ich hier noch eine kleine Gruppe oder wie? Aber ich habe das ja nur gemacht, damit wir zusammen mal nach Portland fahren können. So, wie sind wir denn vom Auftrag her noch? 14 Stunden. Wir brauchen noch, je nachdem wie oft wir uns noch verfahren, ja, die liebe Grete, die fehlt. Na gut, fahren wir nochmal zurück. Ich wollte mit euch mal eine Runde durch Portland drehen. Werdet ihr sicherlich verstehen. Wann kommt man schon mal groß nach Portland? Also sagt doch mal ehrlich, das ist so genial gemacht hier mit den Brücken. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier sind wir schon mal lang gefahren, das weiß ich. Hier ein kleines SCS-Gimmick. So. Damit wir hier nicht wieder ablosen. Siehst du, das habe ich mir nämlich gedacht. An. Zieh. Wenig los hier. An Verkehr, aber es kann uns eigentlich auch relativ egal sein. Oh, schöner großer Containerhafen. So, also wir sollten auf Kurs sein. Ah, zum Glück haben wir die Zeit dafür, für diesen Kram. Siehst du, da. Ich weiß, das ist
Musiktitel. Ja, und zack ist eine reale Stunde schon wieder weg und vorbei. Hier noch mal. Wir müssen doch south. Wir müssen doch in südliche Richtung. An. Da sah ich auch die beiden Linien nebeneinander rot. Weil ich habe überhaupt nicht für voll genommen gehabt. Naja. Gut. Ich habe ja gesagt, für euch die Ehrenrunde über Portland. Also mit dem Peterbilt 377, mit der Detroit Dieselmaschine da drin mit 444 PS, ja, der Bursche hätte sich schon ziemlich schwer getan, hier muss ich sagen. Salem wollen wir nicht hin. Oh, zu schnell, zu schnell. Was dürfen wir denn? 55. 58 müssen auch gehen. So, 65 Meilen noch. Mal gucken, ob wir diesmal die richtige Abfahrt nehmen. Oh, was ist hier passiert? Ach so, nur Baustelle. Tut er sich schwer hier am Berg. Ah, schöner Streamliner. Und hier schön ganz alt. Könnte eine DC-3 oder sowas gewesen sein. So Leute, jetzt seht ihr. So. Das wäre es ja jetzt wieder gewesen. Das wäre es ja wieder gewesen. Newport.
So, es könnte und dürfte grün. Ja, jetzt habe ich gerade. Ich komme hier nicht weg. Ich stehe voll auf dem Gas. Die Kupplung, die seht, die schleift. Ich komme nicht weg hier. Nee, das gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt. Ich muss wieder einen Kriechgang nehmen. Also irgendwie ist das Anfahren uns hier nicht vergönnt, so richtig. Oh, stürzt der ab da hinten? Nee, wollen wir nicht hoffen, ne? Oh. Macht hier mit dem Flugplatz, gefällt mir gut. So, ihr seht, hier geht die Sonne schon. Ja, schaut mal, was wir hier an Zeit verdattelt haben. Unsere Fahrzeit ist dann nämlich nachher um. Aufmerksamkeit. Ja, ist gut, ist gut. Wahnsinn. Rinnt dir die Zeit durch die Finger dann. Ja, und dann ist unsere Mack-Zeit in der nächsten Folge erstmal vorbei. Ich hätte mal Bock auf so einen schönen Western-Star, muss ich sagen. Da hätte ich echt mal Lust drauf. Ich glaube, wie heißt die? 994, 97, irgendwie so. Da hätte ich mal Lust drauf. Mal gucken, vielleicht mal schauen, was sich noch so ergibt in Zukunft. Ich denke noch, hier ist doch was mit Holz. Schiete. Also ihr seht, ihr bekommt hoffentlich gut was geboten für eure Zeit. Wir sind größer. So. Eieiei. Er sah ja auch sehr vertrauenserweckend aus, gerade der Weg. Sorry, ist doch noch nicht so weit.
Ach, hier auch die noch, die Burschen. Nicht, dass sie noch hinterherkommen hier. Das fehlt mir heute auch noch. Ja, ja, ist gut, ist gut. Solange es nur Hupen ist, ist alles okay. Sind wir denn jetzt auch? Ja, sind wir. Ihr wisst, was passiert, wenn wir hier am Berg stehen bleiben. Ne? Hier kommen wir nie wieder weg. Gearbeitet. Ja, das sieht ja ganz fesch aus hier. Wo müssen wir? Da hinten sehe ich die. Ist so ein Ding. Seht ihr, hier ist so eine aufgebaut. Vielleicht wechseln sie den ja durch. Wir sind hier echt noch alles schwer am Wirken, also. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo kommen wir denn hier rein? Ach, hier oben. Naja. Hallo? Ja, ja, habe ich gesehen. Er hat mir gezeigt, dass ich da rein soll. Das mit den Hütchen, das gefällt mir nicht so 100%. Ich sehe nicht, wo die Hütchen sind. Das ist aber auch nicht schlimm. Gut. Mit der Bremse. Jawohl.
So. Hier hinten. Da soll es irgendwo sein. Nee, da glaube ich sind wir. Ich sehe den Flachbett auf. Da ist er. So. Ja, das. Das könnte jetzt was werden. Hallo? Och nee. Oh, das ging ja schnell. Falschknöpfe hier gedrückt. Also das Ding da dahin haben wollen. Naja, gut. Ich muss hier nochmal ausholen. Junge, 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 das war ja wieder eine Geburt. Aber ich sehe die echt schlecht, die Pylonen. Kann ich das so als Ausrede durchgehen lassen? Ihr kauft mir das ab, ne? So, okay. Jetzt gibt's nochmal ordentlich Schmotzi, Schmotzi. $2.585. Gut. Haben wir irgendwas zurück hier? Was vielleicht. Naja, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch recht hoch, wenn jetzt noch ein Auftrag wäre, dass der auch dann irgendwie rechtzeitig da sein müsste. Und wir haben ja keine Fahrzeit mehr. Ups, wir haben ja keine Fahrzeit mehr. So, hier haben wir gestanden. Alles muss seine Richtigkeit haben. Also, Payday. Fahrzeit ist um. Auftrag ist nicht mehr. Deshalb rein in die Kiste. Oh, er pumpt noch Luft hier. So, aber was machen wir denn jetzt? What machen wir? Ich komme hier echt nicht mehr ran an Eugene. Das wäre Stunde 25. Nee, machen wir anders. Wir wollen hier ja nicht unnötigerweise uns alles versauen. Ich gehe mal da fragen.
ob ich mich hier heute Nacht hinstellen kann. Hello, sir. Is it possible to stay here for a night? Aha, okay. And how long are you working? Ah, okay. Okay. Yes, it's okay for me. No problem. So, anyway, I say thank you and maybe see you tomorrow and wish you a good night. Thank you. Ja, habt ihr mitbekommen, ist kein Problem hier zu pennen. Die machen nicht Feierabend. Da geht das hier durch. Es ist wohl doch ein bisschen weniger Betrieb nachher, aber richtig Ruhe gibt's hier nicht. Wahnsinn, wa? Gut. Deshalb würde ich sagen, wie stelle ich mich denn jetzt am besten hin? Ich würde sagen, gleich hier zu. Kabine nach da. Oder andersrum, dann kann ich die Leute beobachten. Lärm ist eh hier. Und dann können wir morgen früh auch gleich starten. Und dann gibt es hier noch ein bisschen was zu sehen hier. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen. Wir treffen uns in... Oh, was macht ihr? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh, es ist soweit. Ich, also Solo oder Bobtier völlig falsch gelenkt gerade. Oh ne, also es wird Zeit. Es ist einfach zu warm. Hier sind 28 Grad drin. Real. Ich schwitze wie ein Ochse. Gut. Da müssen die dran vorbeifahren. Ja, das muss so gehen. Na, nun komm. Ich gucke mir das nochmal an. Geht das so? Ja, ne, Männer, so können wir stehen bleiben. Hier haben wir noch, machen wir noch ein schönes Picture. Okay, also wie gesagt, ich denke, wir sehen uns direkt in Eugene wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen, gute Nacht allerseits und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Chris.